Willkommen zurück bei Azure Striker Gunvolt. Wir haben letztes Mal die Sprünge verkackt. Ich hoffe, das passiert uns nicht nochmal. Waren wir überhaupt schon? Ich glaube, wir gehen diesmal sogar einen anderen Weg. Oder? Ich kann mich an den Weg hier überhaupt nicht erinnern. Ah, doch. Hier nochmal dein. Und dann kommt auch gleich schon da, wo wir verkackt haben. Die Stelle. Und diesmal ist er hier auch nicht einfach weg. Ich bin mir sicher, dass wir den letztes Mal nicht besiegt haben. So. Hier darf ich jetzt nicht zurückziehen, sondern muss hier weitermachen. Das sollte man sich bei diesen Springdingern, sollte man das bedenken. Sonst leicht böse enden kann. Ich will mal ein neues Projektil haben oder generell mal neue Waffen. Oh, da komme ich nicht hin. Da muss ich schon wissen, wo ich hin muss, sonst komme ich da nicht rechtzeitig hin. Was bringen mir eigentlich diese Abzeichen? Ach so, ich glaube, das bringt einem die Versuche bei dem Spiel danach. Wow. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ich dachte, ich muss einfach nach links springen. Ich weiß nicht, warum man einfach denkt, man muss einfach nach links springen, aber scheinbar dachte ich das. Aber das für schlau erachtet. Warum auch immer. So, machen wir dich halt nochmal platt. War ja bis jetzt auch nicht so anstrengend. Da kommt auch noch mal ein normaler Fuzzi, ne? Richtig so. Schon wieder verkackt. Oh, nice. Geht's überhaupt weiter? Ich glaube, hier geht's gar nicht weiter. Ah, doch. Ah, da muss doch erstmal drauf kommen hier, auf die Scheiße. So. Ich glaube, das ist immer ein Checkpoint für die blauen Dinger. Ich glaube, ich habe so langsam tatsächlich mal das Spielprinzip verstanden. Ah, komm her! Lange gedauert, Folge 4, aber auch Seidel hat irgendwann mal das Spielprinzip verstanden. So. Das heißt, diese ganzen Medaillen, die wir die ganze Zeit aufsammeln, sind für Bonusversuche im späteren Spiel. Zumindest habe ich das so verstanden. Wir können uns mal kurz heilen, würde ich sagen. Heilen schadet nie. Ansonsten. Gegen wen spielen wir jetzt mal genau? Ich glaube, gleich mit unserer nächster Boss dürfte dann eigentlich U2 heißen, oder? Wenn das alles hier Sinn ergibt. Das ist scheiße assi. Hier auch noch Springpassagen. Also, das lässt sich echt scheiße steuern im Flug, muss man einfach mal so sagen. Und dann auch noch Sprungpassagen hier einzubauen, ist schon nicht so nett. Meine Fresse, Kinders! Du musst halt echt einfach mitziehen. Und wenn du mitziehst, bist du aber zu weit. Das heißt, du musst im letzten Moment immer noch wegziehen. Ach, komm schon. Aha! Das war gerade ein bisschen aggressiv, muss ich ganz einfach mal so sagen. Come on. Siehst du, ich bin halt zu weit. Jetzt habe ich zu weit gezogen, aber ich muss mitziehen, weil sonst kommt er da nicht an. So. Easy. Genau. Oh nein! Na! Oh wow, noch an dem vorbei. Wow, wie weit? Oh! Sind wir jetzt vom Ende? Ja, oder? Kommt jetzt Boss? Ah, ich mag die Dingens hier. Schön, dass sie übersetzt wurden auch. Okay, noch kommt kein Boss. Oder doch kommt Boss. Diesmal hat er von Anfang an blaue Haare, aber glaube ich gleich. Gehörst du zu den Sumeragi? Zu ihnen gehören? Ich stehe bei ihnen ganz oben. Mir wurde gemeldet, dass ein Blitzschleuderer versucht, den Turm einzunehmen. Und ich wusste sofort, um wen es ging. Gunvolt. Aber ein kindisches Herumgetobe kommt nun zu einem Ende. Boah. Vor dir steht Sumeragi, strahlender Wächter. Vor dir steht Yota. Er hat ein grünes Schwert. LOL. Nice. Okay, jetzt ist Boss-Time again. Du wirst uns nicht daran hindern, unsere hehre Botschaft zu verbreiten. Ist das so? Werde ich das nicht tun? Wo ist er hin? Okay, ich werde es. Okay. Das muss man erstmal checken.
Are you fucking kidding me? Tauch mal wieder auf hier, du Spatnard, ey. Das sieht sich danach auch nochmal verändern, ist ja mal richtig assi. Warum veränderst du dich denn auch nochmal? Ich aber für die zweite Reise. Um die abzuwehren, ja. Okay, das reicht, um ihn tatsächlich zu attackieren. Das dürfte ihn eigentlich schon einmal besiegt haben, oder? Bin ich jetzt von ausgegangen, dass ihn das einmal besiegt hat schon. Aber scheinbar nein. Ich verstehe nicht so ganz, wann die einmal abfeuern. Ich habe das Gefühl, manchmal warte ich viel zu lange und manchmal warte ich viel zu wenig. Hä? Dude. Da! Ach so, dass ich mich nicht bewegen kann, während das nicht abwehre. Das doesn't even make sense. Hä? Und dass der so schnell noch... Guck dir an, wie schnell der einfach wieder weg ist. Okay. Okay, jetzt geht er full Rampage oder was? Alter. Dude. Get your base chill, Lex. Ich verstehe nicht, warum das jetzt mal schauen wird. Ich stehe, glaube ich, sogar direkt in dem drin. Okay, ich muss tatsächlich ausweichen, indem ich springe. Okay, dann muss man nicht mehr sagen. Wie heißt denn nochmal Yota, ne? Okay, scheiße, das war jetzt das dritte Mal. Das zweite war erst. Was habe ich denn beim ersten Mal so krass umgetodelt? Okay. Licht für... Fusporato. What? Okay. Wie er mich fast echt gefinisht hatte. Das war echt scheiße knapp. Vor allem, er macht mir damit trotzdem immer Schaden. Das ist jetzt beim ersten Mal, muss ich ausweichen. Ich muss das auch einfach mal checken, dass ich beim ersten Mal ausweichen. Wie kann ich die denn jetzt zum Beispiel ausweichen? Ach stimmt, ich habe noch meinen anderen Mode. Okay, ich check das Spiel nicht so ganz. Aber die Musik wird awesome. Ich dürfte mir jetzt schon relativ viel Schaden gemacht haben, oder? Okay, setz das nochmal ein. Ich glaube, da habe ich letztes Mal ganz gut ausgeglichen, oder? Das habe ich verkackt beim Ausweichen. Das gebe ich zu. Er taucht einfach gar nicht mehr auf. Nice! Oh Gott. Wie die mal alle explodieren. Kriegst du ein Schwert? War das letzte Mal auch schon so? Ach so. Ist einfach nur. Okay. War das bei Merak auch schon so? Auftrag abgeschlossen. Clear! Again we did it! Oops, I did it again. Punktzahl war wahrscheinlich wieder nur Rang C. 2 Sterne immer. Ich bin echt nicht so gut, ich bin echt scheiße im Spiel. Ah, ich habe 2 Bonusversuche. Ich habe sogar 6 Bonusversuche. Na, nur 100 Weg. Was war das? 2 Basilchi-Star, ein Quarzit, eine Kripplegierung, ein Quarzit und Spezialservotom. Ist das gut? I have no idea. Mal gucken, was Jule uns zu sagen hat. Und vor oft kommt oft, als ich nach Hause kam. Wartete eine Voicemail von Asimov auf mich. Gunvolt, hast du schon eine der zahlreichen Herausforderungen angenommen?
Sie erlauben dir, deinen Aufträgen Extrazilien zuzufügen. Du kannst bei einem Auftrag maximal 3 solcher Herausforderungen annehmen. Es kostet nichts und es gibt auch keine Sanktionen, wenn du scheitern solltest. Solltest du jedoch erfolgreich sein, erwarten dich ansehnliche Belohnungen. Öffne das Menü und wähle das Symbol oben, mit sich alle Herausforderungen erscheinen. Du kannst auf dieser Liste Herausforderungen aus- oder abwählen. Durch Abschließen von Aufträgen werden neue Herausforderungen freigeschaltet. Okay, 2 sind schon weg. Kommen, bleiben noch 4. Was zur Hölle bist du? Achso, das war der erste. Okay. Dann gucken wir uns mal an, was das ist. Kann ich denn alle gleichzeitig? Bist du 3? Achso, ich kann nur bis zu 3 herausfordern. Schieße unter Wasserbasis mit einem Rang W oder höher ab. Krieg nicht hin. Krieg auch nicht hin. Das habe ich, glaube ich, sogar bekommen. Ohne einen einzigen Rollladen zu zerstören. Okay, die ganzen Challenges muss ich mir später mal angucken. Aber ich kann, also die Folge geht leider erst 10 Minuten. Ich kann aber gucken, ob ich hier irgendwas zusammenwürfeln kann. Nein. Nein. Hier habe ich noch kein Granat für und da habe ich keinen Nano-Chip für. Was ist denn das Spielprotokoll? Okay. Ich habe bisher 181 eliminierte Gegner, 4 eliminierte Bosse, 20 MK8 mehr, ach so. Zurückgelegte Distanz 158 Kilometer, Gesamteinnahmen sind 13. Erfahrung ist 0 KP. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Egal, ich spiel's durch. Ich will da mal direkt nochmal die nächste Mission aus. Aber ich speichere erstmal, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Und fange direkt hier nochmal die nächste Mission an. Diesmal nehmen wir mal den Mr. Yellow. Dein Ziel ist eine Blumenspezies im Sumeragis Pharma-Labor. Ich soll eine Blume umbringen? Es wird nie langweilig mit euch. Das Problem ist die Droge, die Sumeragi aus der Blume herstellt. Hast du schon mal von SEED gehört? Seed. Es ist ein psychotropes Medikament zur Behandlung von Angstzuständen. In hoher Dosis induziert es einen septimalen Rausch und macht abhängig. Wer also die Droge kontrolliert, erlangt gleichzeitig auch die Kontrolle über seine kleine, eine Privatarmee von süchtigen Adepten. Ach, kleine Feine. Wow, böse Blume. Alles klar, ich werde es machen. Wir beginnen den Einsatz. Ich hoffe, wir bekommen ihn innerhalb der nächsten 2 Folgen hin. Hier ist Stratos, Meister der Horden, getrieben von unersättlichen Hunger, den dieser Garten nicht länger zu stillen in der Lage ist. Ich schätze mal, das Spiel ist noch nicht vorbei, wenn wir die ersten paar Bosse besiegt haben, oder? Oh Gott. Aber die, ich mag die Welt. So, der kommt schon mal her, alles easy. Was für Hölle bist du da oben? Okay, ist egal. Nice. Ist mich draußen. Okay, das sind scheinbar nur Lampen. Also alles unwichtig, nur Lampen. Wie kriege ich denn diesen Dingensbonus hin? Wenn ich danach getroffen werde, ist er weg oder was? Okay, nur wenn ich getroffen werde, aber bleibt denn noch bestehen, wenn ich zu... Okay, ist eine Pflanze. Ach, das sind... Oh, lol, das sind hier Dinger. Okay. Okay, da bleibt er auch bestehen, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich darf einfach nicht getroffen werden. Und hier geht's auch lang, ist auch gut zu wissen. Okay, die Pflanze geht mir ordentlich auf den Sack da. Die ist echt ein bisschen assi. Du bist... Okay, Service. Always. Was ist das denn für ein geiles Labor, bitteschön? Ich will auch in so einem Labor arbeiten. Damit die Ausnahme nicht wahrscheinlich keine haben werden, oder? Nein, mein ganzer Boni ist für den Arsch. Ich verstehe nicht so ganz, worauf dieser Boni abzielt. Und was ich damit später machen kann, aber hey.
muss hier oben weiter, oder? Ja, muss ich. Okay, das war mega assi, weil das da oben mit der Liane zu war, ey. Das muss da auch erstmal drauf kommen. Wenn ich zwischendurch nicht spreche, ist einfach, weil ich mich konzentrieren muss. Das ist tatsächlich in diesem Spiel teilweise notwendig. Vor allem, weil ich mich, glaube ich, nach wie vor nicht so schlau anstelle, aber hey. Dafür heißt ich Merli. Oh, wow. Was ist denn für scheiß Arschloch-Dinger? Kann ich sagen? Hab ich so ganz gecheckt, aber egal. Ich würde sagen, bevor wir diese Sackgasse, bevor wir gucken, was in der Sackgasse passiert, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.